So, ich bin zurück. Fnatic gegen WinFact steht an. Ah, ich habe mir eben noch ein paar Brötchen geschmiert. Bisschen Stärkung habe ich nötig gehabt. So, wir sehen die erste Map. DE Nuke, Fnatic. Ich CT, WinFact spielt da über außen was. Springen da alle aufs Main-Dach. Gehen da jetzt Main rein. Sehr schön, macht die Frags. Gux macht nur einen. Aber kommt direkt der Retake über die Pommes, über den Vorraum. Oh Gott. Den darf Modi halt niemals machen. Boah, Modi entscheidet da die Runde. Keine Ahnung, warum die Boxspieler da nicht gestorben sind. Aber statistikmäßig ist es am schwersten mit auf Nuke die Terror Pistol zu holen. Die USP einfach zu sehr im Vorteil an zu vielen Stellen. Fnatic 1. WinFact haben sich aber gelegt. Gespottet. Der kriegt direkt die Stopflash von Modi für Kerrigan. Kerrigan kriegt eine schöne AE ab, Modi allerdings eine bessere. So, Modi macht den nächsten. Boah, aber erst lag. Nix ist aber noch in der Box, aber D-Rim. Nächsten macht da Modi. Wissen, dass Kerrigan noch an der Rampe ist. Oh, schön. Forest jetzt, ach Mann. Freeze im 1-on-2. Krasse Deagles von WinFact. So, Alu geht nochmal über außen mit der Glock. Freeze ahnt es überhaupt nicht. Schiebt jetzt zum Vorraum. Timing sieht Alu das jetzt noch. Er sieht ihn. Hat den Frag. Sehr schön. Erste Runde für WinFact. Direkt die zweite Runde gewonnen. Fnatic somit direkt kein Geld. Zwei Ecos stehen dort an. Vielleicht legt man eine Deagle-Runde mit Weste ein. Ja. Da werden die Deagles auch schon gekauft. Weiß auf jeden Fall schon, dass Fnatic Digas gekauft hat. Gibt es da sogar eine Rampe Boost? So, Alu mit dem wichtigen First Track. Kerrigan. Slug außen auch einen gespottet. Fahren jetzt in die Halle rein. Da gab es vorher ein paar Flashes. Gux keine Chance, Frag zu setzen. Modi ist immer noch an der Rampe geboostet. Oh, alles wird sehr defensiv abgedeckt. Fnatic sollte auch. Machen sie ja auch. Ihre Deagles sparen für die nächste Runde. Müssen sowieso zweimal sparen. Deswegen auch die Deagle-Weste-Runde eingelegt. Aber Exist stirbt da, glaube ich, noch. Müsste jetzt aufs Main-Dach springen und dann versuchen wegzukommen. Macht er jetzt auch. Hat ein bisschen Glück, dass kein WinFact-Spieler außen abhaut. So, alle drei Fnatic-Spieler kriegen ihre Deagle durch. Nächste Runde für WinFact. Nächste Runde muss ich nochmal gucken, wie der Spawn-Zyklus bei WinFact ist.
Dann ist die Halle First Track direkt für Hanno. Vorraum aber schon eingenommen. So, Windfekt hält er einfach rein. Oh Gott. So. Friesenheift ihn. Ah, da muss er selber lachen. Dritte Runde für Windfekt. So, Basic Top Spawn. Der Rest ganz weit hinten. Mal schauen, was er damit anrichten kann. Fnatic versus Infect. So, jetzt ist gemacht. Basic ist auf dem Feld gesprungen. Wir haben Main Dach. Leider kein Fleck gesetzt auf der Box noch. Muss gecheckt werden von Aslak. Wird nicht gecheckt, der Spieler ist blind. Exist macht jetzt sogar einen Frag. Ah, Aslak mit Refrag, D-Rim außen erfolgreich. Hat jetzt das 1-2, kriegt nochmal Hits aus der Garage. Lol, Fries. Wird die ganze Zeit noch ist. Und Fries macht die zweite Runde für Fnatic. Interessant, Basic wurde direkt übers Main-Dach geschickt. Beziehungsweise hat sich selbst geschickt. Basic, meines Wissens nach, in der Position des... Oh Gott, es schneit draußen. Krass. Also Winterreh. Vorhin schien noch die Sonne und jetzt schneit es einfach mal. Naja. Das ist ein Grillwetter. Kaufen nochmal. Haben Banks gespielt und gehen jetzt schnell Rampe. Modi. Gutes Aiming. Macht den First Track. Gar keine AP verloren. So, unter Kett anscheinend gefallen. Modi mit seinem zweiten. Der Typ ist einfach auch immer drauf. Kommt unten weg. Hat sogar noch sehr viel HP. Hat unten weiterhin safe. Xapso. Xapso. Sollte jetzt in, ja, den Weg unterm Fenster suchen. Sehr schön. Machen den Frag. Modi hat aber immer noch... Also die Runde ist immer noch offen. Wobei Cat ist halt nicht gedeckt. Cat wäre jetzt die beste Wahl, die Winfack treffen könnte. Einer wird auch hochgeschickt. Box ist angesagt. Ah, Mates sind zwei. Der nächste ist auch angesagt. Gute Chance jetzt die Runde zu drehen. Ah, sehr schön Schacht abgeaimt. Alu hat die Bombe, landet die. Nice. Sehr schön, dass die Unterzahl runtergespielt. Da muss man sagen, war wirklich der Fehler unterm Cat. Von Kerrigan, dass er dort stirbt. Schönes Aiming von D-Rim, vierte Runde. Fnatic dürfte wieder broke sein. Also nicht dürfte, sind's halt. Müssten da auch eigentlich Doppel-Eco ein, obwohl... Ja. Wahrscheinlich jetzt gar nichts gekauft, damit sie nichts ohne was haben. Guck's außen, überrennt da den Terror-Spieler. Ach, schönes, schön gemoved von Fries, können Alu da fraggen. Windfekt aber Rampe durch, kein Gegnerkontakt. Rampe komplett leer gelassen. Fries sollte auf jeden Fall die Waffe safen. Und der Rest noch versuchen. Ah, Modi hat da anscheinend auch eine. Ne, kann er ja gar nicht.
fünfte Runde. Fnatic kauft. So, diesmal ein besseres Spawn bei Winfact. Hanno hat hier diesmal den First Spawn. Oh, Tür mit Smoke auf. Ah. Direkt in Halle go. Oh, schön von Alu. Oh, krasse Taktik. Fnatic wurde da blind in der Halle anscheinend. Krass. Fnatic hier mit richtigen Problemen. Auf Nuke. Okay, Basic ist unten. Zwei Waffen. Bringt Fnatic durch, das wird ihn aber nicht allzu viel bringen. Ja, weil der Rest überhaupt kein Geld hat, selbst wenn sie jetzt legen würden. Jetzt weiß nicht, zwei, drei Runden in Folge, vielleicht so 2-5 dazu. Kann maximal vielleicht Famas legen oder so. Ja, da sieht man es schon. Viel Geld ist da nicht am Start. Mit der T-Spawn. If you know what I mean. So, ich spiele jetzt auch mit den zwei Waffen.